Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, zu Dwarf Fortress. Ja, ich habe im letzten Cut ein bisschen was erledigt, also was die Zwerge angeht. Wir haben jetzt viel zu viele Hauler, über die Hälfte sind Hauler an den Zwergen. Naja, okay, fast die Hälfte. Einen Haufen Kinder haben wir nämlich auch noch hier unten. Vier und ja, mehrere Dutzend Kinder. Ja, aber das meiste sind jetzt Hauler. Fürs Erste. Wahrscheinlich werde ich nachher aus den Haulern mir die besten raussuchen und einen zweiten Armbrustschützentrupp aus ihnen machen. Die dann X-Bow 2 heißen. Gut, das zweite, was ich gemacht habe, ich habe mich mal kurz im Wiki schlau gemacht, was die Pons angeht. Also wie die richtig funktionieren. Also die Idee mit den Bodenplatten ist schon mal nicht ganz richtig. Das geht nämlich ein bisschen einfacher. Deswegen entfernen wir erst einmal hier Ramps und Stairs. Alle bis auf eine erst einmal. Und hier ist irgendwas. Oh. Hier ist eine dampfende Wand. Also das heißt eigentlich, dass die Wasser lassen müsste. Was ist hier? Wasser. Und Schlamm. Gut, wir lassen jetzt erst einmal die Rampen von unseren Weapon und Miner entfernen. Dann sehen wir weiter. Während die Masons, ich habe mittlerweile insgesamt vier Masons, die kümmern sich darum, dass hier geschliffen wird. Und dass hier die Sachen fertig gebaut werden. Also eigentlich die Konstruktion hier. Ich hoffe mal, das geht wirklich so mit den Rampen. Wenn nicht, müssen wir die Mauern wieder abtragen. Und erst die Eckmauern bauen und dann die Mauern hier, hier und hier. Geht das über Designation? Ja, mit Remove Construction normalerweise, genau. Können wir die Mauern hier abreißen, wenn es sein muss. So, die Rampen sind weg. Jetzt können wir, erst einmal müssen wir diese Zone removen. So, jetzt können wir hier kleine Stop Removing. Ne, wir wollen New Activity Zones haben. So. So. Nö, die nicht. Die removen bitte. So. Hier Activity Zones. Hinstellen. Und zwar müssen das kleine sein. Und ich glaube, ich habe hier ein paar Fehler eingebaut. Ja. Genau hier nämlich. Die ist richtig, die ist auch richtig, die sind auch alle richtig. So, das heißt hier Zone, hier Zone, hier Zone, hier die Zone. So. Und die machen wir jetzt alle zu Pit Pounds. So. Und machen aus denen auch Pounds. Ja, so, das ist jetzt ein Pound. Das ist ein Pound. Das auch. Das auch. Das. 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 Und das müsste jetzt auch ein Pound sein. So. So, da ist Pound. Ne, das ist eine Pit noch. Jetzt ist es ein Pound. Das ist auch noch eine Pit. Habe ich mich irgendwie ver. Pound. Ich habe mich irgendwie verdrückt, hä? Pound. Ja, Pound. 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 Habe ich mich verdrückt? Ja, okay, das hier sind Pounds, oder?
Ja, dann bei denen hat es geklappt. Gut. Jetzt lassen wir das Ganze weiterlaufen und einer beschwert sich schon, dass er keinen leeren Bucket hat. Deswegen Jobmanager. Bucket. Wurden Bucket. 10 Stück. So. Wir haben ja mittlerweile hoffentlich genug Holz. Ja, definitiv. Und wir haben immer noch den verrückten Carpenter. Ja, sehr schön. Haben wir eigentlich hier schon eine Tür? Und noch eine Tür. So. Und hier will irgendwie niemand dran arbeiten. Wahrscheinlich, weil die alle mit dem Engraven beschäftigt sind. So, aber dafür rennen jetzt hier ordentlich viele Zwerge los und versuchen, hier zu füllen. Ja, sehr schön. Wenigstens eine Sache, die etwas klappt. Weil für jede Poundzone fühlt sich nur ein Zwerg angesprochen. Deswegen kann das, wenn ich eine große Zone deklariere, eine ganze Weile dauern. Deswegen versuchen wir jetzt hier mit so vielen Zwergen wie möglich die Pound voll zu kriegen. Genau, und jetzt rennen noch mehr Zwerge los. Oh, und die Händler sind abgehauen. Sehr gut, jetzt müsste das hier nämlich sich schön füllen mit so vielen Eimern, wie wir jetzt haben. Ja, genau. Haben ein paar Hauler mal was zu tun. Währenddessen gucken wir mal kurz. Die Buckets sind schon in Auftrag und werden sogar schon hergestellt. Sehr schön. Was sagen die Brauereien? Die sind noch beim Arbeiten. Du kannst auch gutes Essen machen mal. Dafür haben wir ja genug in der Küche, oder? Ja, wir haben sehr viel Miet. Was ist mit Zwergenzeug, mit Getränken? Da haben wir auch einen Haufen. Wir haben einen Haufen Dogtail. Und man merkt, wir haben Hunde geschlachtet. So, da werden sich ziemlich viele Hauler auf dem Weg machen. Und da drüben sind wohl wieder Honeybatcher. Also eigentlich, ja genau, Batchers. Also Dachse. Ja, mir ist die ganze Zeit nicht der deutsche Name eingefallen. Honeybatcher sind nämlich Honigdachse. So, füllt mal schön diesen Pound. Also diese beiden Burggraben hier auf. Und ich glaube, wenn sich da unten genug Schlamm gebildet hat, dann versickert es auch nicht mehr. Was sagen meine Seeds gerade? Plum Pebbles spawn, Pigtail Seeds, Sweetpot Seeds. Sweetpot Seeds haben wir jede Menge. Pigtail Seeds haben wir 13. Das ist ein bisschen was. Wir haben aber auch noch genug Pigtails und genug Cave Weed übrig. So, die Zimmer werden hoffentlich noch geschliffen, oder? Was macht ihr gerade? Ja doch, die Dürfen müssten noch am Arbeiten sein. Und einer geht jetzt trinken. Okay. Hier an der Mauer geht es nicht wirklich vorwärts, aber die Mauer ist wenigstens schon mal sicher. Dafür füllt sich hier unten langsam der Wasserstand. Es wäre fast schon einfacher, wenn ich hier einen Bucket-Stockpile hinmache, erst einmal, wo sie die Buckets wieder absetzen, wenn sie Wasser gefüllt haben. Weil das kann eine ganze Weile dauern. Und wir müssten ja jetzt genügend Buckets langsam wieder haben. Ja, das sieht doch langsam ganz gut aus, wie sich das hier füllt.
Leere Eimer wird benötigt. Ja, ich mache mal einen Stockpile für Furniture, glaube ich. Den mache ich groß genug. So. Und stelle ihn ein, dass er nur... Also erstmal Block All, dass er nur Buckets aufnimmt. Buckets, genau. So, jetzt könnt ihr hier die Buckets abstellen und ein anderer kann sie sich nehmen. Gut, das wäre dann auch erstmal erledigt. Ja. Mal nach den anderen Jobs gucken. Die Masons kommen ja irgendwie ein bisschen nicht hinterher mit den ganzen Aufgaben, die ich ihnen gegeben habe. Aber ich habe schon mal dran gedacht. Needs Weaving. Okay, suchen wir mal den Clothmaker raus. Ich hätte beschwören können, ich habe ihm jetzt den richtigen Job gegeben. Cloth, Preferences, Labor, Farming, Farming related. Milling, Brewing, ach nee, das war Spinning, was ich ihm gegeben habe. Spinning brauchen wir nicht, wir brauchen Weaving. Wo fällt Weaving drunter? Andere Jobs? Nein. Howling, nein. Engineering, Crafts. Weaving, da ist Weaving, okay. An einer Loom wird geweaved. Wo wird denn gespinnt? Leatherworks, Wister, Loom, Bowyer, Carpenters Workshop, Metalsmiths Forge. Die brauchen wir auch demnächst mal. Da sollten wir auf jeden Fall schon mal runtergehen. Hierher. Und zwei Metalsmiths Forges aufstellen. So. Oh, und für die brauchen wir Iron Anvils und Gabbro. So. Was wir aber auch noch brauchen, müsste eine Smeltery sein. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo haben wir die? Jeweler brauchen wir noch nicht. Craftsmen Workshop, Siege Workshop, Still. Ist die Destille, Ashery, Screw Press. Ashery bräuchten wir auch, um Kohle zu machen, wenn ich es richtig weiß. Aber ich sehe nirgendwo die Smeltery. Na, bauen wir mal noch eine Ashery hier an die Stelle. Ne, halt, die brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Escape. Eine Ashery braucht man, um Potasche zu machen. Das brauchen wir fürs Glas herstellen später. Vielleicht fürs Glas schleifen. Dyer Shop brauchen wir nicht. Soapmaker brauchen wir auch nicht. Screw Press auch nicht. Haben wir noch was anderes hier? Mal ganz kurz gucken. Floodgate, Wallgrate, Cabinet, Kettles. Das ist ein Zwinger zum Tiere ausbilden. Bridge, Well, Siege Engines, Workshop, Furnaces. Ja, genau, hier unter Furnaces. Auf jeden Fall brauchen wir einen Smelter. Einen Schmelzofen. Und eine Kiln brauchen wir auch, also einen Köhlerofen. So. Für den brauchen wir Architektur und für den brauchen wir auch Architektur. Okay. Weil beides zum Furnace Operator dazu zählt. Ah, und die Händler machen sich jetzt erst auf den Weg. Was ist noch in dem Gebäude? Finished Goodspin, Zinn Cage, View Items in Building, T. View Items in Building. Forbid Claim, Forbid Claim, Forbid Claim. Und der ist verboten, der soll sowieso geclaimed werden. So. Warum auch immer der